Einen wunderschönen guten Abend hier an diesem Muttertag, Sonntag. Dieser Sonntag heißt Jubilate und heißt Jubilieren, Frohlocken, Fröhlich sein. Und ich glaube, dass dieser Sonntag besonders zum Muttertag passt, denn welche Mutter jubiliert nicht, frohlockt nicht, ist fröhlich, wenn sie neues Leben schenken kann. An dieser Stelle sei allen Müttern herzlich gedankt für ihre Kraft, für ihre Liebe, für ihre Sorge, für all ihr Tun, das sie in dieser Welt verrichten. Und ich denke, es wäre wieder mal an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir das Bild der Mutter wieder richtig in den Mittelpunkt rücken können und wie wir es gebürtig, wirklich feierlich auch hochhalten können und nicht daran zu denken, wie es heute getan wird, dass wir gerade die Familie versuchen abzuschaffen und versuchen, womöglich durch den Transhumanismus den Menschen selbst noch zu schaffen, zusammenzubasteln, um ihn dann zu gebrauchen als billigen Sklaven. In diesem Sinne denke ich also und hoffe ich, dass viele heute einen wunderschönen Tag im Kreise der Familie hatten. Und ich hoffe noch viel, viel mehr, dass auch die Kinder an die Mütter gedacht haben und ihnen Freude geschenkt haben. Sicherlich häufig auch mit dem Ehepartner zusammen haben die Familien dann vielleicht auch in einem gemeinsamen Beisammensein diesen Tag feiern können. Ich möchte heute auch noch an diesem Muttertag, auch wenn es spät ist, an diesem Sonntag Jubilate noch einmal an den Predigtext denken und dazu lade ich herzlich ein. Der Predigtext aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Es sind nur Verse aus einer gesamten Geschichte, die uns da vor Augen gestellt wird, aber Verse, die aufgrund ihrer Quellenlage zusammengestellt worden sind und wir kennen diesen Bericht sehr wohl aus dem ersten Buch Mose und zwar aus dem Schöpfungsbericht. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Die Schöpfungsberichte. Viele schmunzeln darüber, lächeln und sagen, ist ja ein wundervolles Märchen oder eine Geschichte, aber so ist es nicht gewesen. Und vielleicht verkennen sie diese Geschichten und wissen gar nicht, was in diesen Geschichten steckt und was sie eigentlich für eine Botschaft vermitteln. Wenn wir diese Zeilen hören, merken wir, dass wir an gewissen Punkten uns sofort einhaken würden oder möchten und sagen, ja,
Was ist damit gemeint? Wenn wir die Schöpfungsberichte zusammenfassen, könnten wir eines unter all diese Zeilen schreiben, dass nämlich ein großes Loblied auf den angestimmt wird, der diese Welt geschaffen hat, nämlich Gott. Alles, was in diesen Berichten erzählt wird, egal ob im Genesis, also ersten Buch Mose, oder im ersten Kapitel oder zweiten, dritten Kapitel, das alles dient dazu, Gott groß werden zu lassen und den Menschen ans Herz zu schreiben, diese Schöpfung mit allem Leben auf dieser Erde hat Gott geschaffen. Das ist erstmal die zusammenfassende Botschaft. Und ich denke, diese Botschaft können ganz, ganz viele unterschreiben, selbst auch Wissenschaftler, die ich kennengelernt habe, die bei der Entschlüsselung der DNA zum Beispiel geschaffen haben, die haben gesagt, es ist nicht anders zu begreifen, als dass hinter allem eine Macht steht, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und das finde ich erstaunlich, je tiefer man teilweise in die Wissenschaft hineingestiegen ist, desto eher kam man dann zu diesem Ergebnis, dass nur eine große Kraft, nämlich Gott, diese Erde geschaffen haben kann und alles Leben. Aber diese Zusammenfassung von dem ersten Schöpfungsbericht ist noch interessanter, als nur den Satz weiterzugeben, Gott hat diese Welt geschaffen. Wir sehen, am Anfang wird gesagt, die Erde war wüst und leer und es war auch dunkel. Also in diese Wüste hinein, in dieses Dunkel hinein hat Gott etwas Wundervolles geschaffen und so auch das Licht geschaffen, das er dann dazu brauchte, um das Leben in dieser Welt groß werden zu lassen. Ein ganz wichtiger Satz, der gleich am Anfang mit auftaucht, ist, glaube ich, dieser: und Gott sprach oder sah, dass das Licht gut war. Immer wieder hören wir aus Gottes Mund die Worte, dass seine Schöpfung, die er getätigt hat, gut gewesen ist. Also nicht schlecht. Nicht Sodom und Gomorra, nicht vom Teufel beseelt, sondern er hat eine Schöpfung geschaffen, die wirklich gut ist. Und das ist etwas, was uns doch erfreuen kann. Und so würde ich auch unterstreichen, dass der Mensch von Grund auf gut ist. Gut, geschaffen von Gott als Kind Gottes, das in dieser Welt eine große Aufgabe hat. Und dann kommt es zu einem unglaublichen Ausspruch: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und das kennen wir noch sehr gut, dass wir sagen, ja, wir sind die Krönung der Schöpfung, wir sind Gott ähnlich. Ja, das sind wir tatsächlich, das kommt hier zur Sprache, dass wir ähnlich dem Bilde Gottes geschaffen sind. Was das eigentlich heißt, das muss man erstmal buchstabieren und offenlegen. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen worden. Da gibt es ganz verschiedene Versuche, dieses auch zu deuten und zu sagen, nein, Gott sieht bestimmt nicht so aus wie wir, aber wir sind geschaffen worden zum Bilde Gottes. Das heißt, dass Gott der Wirkende ist, dass er derjenige ist, der uns geformt, geschaffen hat und mit Leben beseelt hat. Wie er das gemacht hat, wird hier nicht gesagt und das spielt auch keine Rolle, sondern wir sollen einfach auch begreifen und erkennen, wie wichtig es ist, dass wir nicht zufällig da sind, dass wir nicht von irgendjemand geschaffen worden sind, sondern von diesem großen Gott, der dieses Zusammenspiel auf dieser Erde, auf dieser Schöpfung ermöglicht hat und damit Unglaubliches zu Wege gebracht hat. Und dann ist mit dieser Erschaffung auch noch etwas verbunden, nämlich das Herrschen über diese Erde. Und bei diesem Herrschen ist viel, viel Missbrauch angewandt worden. Weil wir nämlich Herrschen so verstehen, dass wir, wenn wir herrschen, die Macht missbrauchen. Herrschen in Wirklichkeit und auch in der damaligen Sprache kennt aber viel, viel mehr in diesem Begriff, als wir es vielleicht heute im Negativen sehen.
Herrschen heißt Verantwortung üben, heißt Liebe in sich zu tragen. Herrschen heißt aufzupassen auf das, was ein anderer geschaffen hat. Wir haben also den Auftrag, darüber auch wirklich mit Liebe zu herrschen, mit Verantwortung zu herrschen. Und das heißt nicht einfach nur mit der Macht zu regieren, mit der Macht, die wir uns vielleicht selber angemaßt haben, sondern wir haben den Auftrag von dem Schöpfer, das voller Verantwortung auszuüben. Und das ist etwas, was viele, gerade auch Regierungen, vollkommen missgedeutet haben. Und selbst auch in vielen Kreisen des christlichen Glaubens falsch gesehen wurde, dass sie gemeint haben, wir sind ja die Herrscher, wir können bestimmen, wo es lang geht. Und wenn wir jetzt heute einmal die Sache anschauen, dann sehen wir, dass gerade der Neoliberalismus ja den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat und das unterstrichen hat, als ob er der Herrscher selber wäre und alles bestimmen könnte, wie er das möchte. Und wenn wir heute daran sind, die eigenen Lebewesen zu kreieren, das eigene Essen zu kreieren, dann spielen wir tatsächlich Herrscher auf die übelste Art und Weise und meinen, Gott würde das alles hinnehmen, Gott würde das ertragen, dass seine Schöpfung zunichte gemacht wird und dass wir uns als die Herren aufspielen und herrschen. Nein, herrschen heißt verantwortungsvoll, die Dinge zu bewahren und zu bebauen, wie es dann später im nächsten Schöpfungsbericht heißt, die der Schöpfer auf dieser Welt, mit dieser Welt geschaffen hat. Also, untertan machen heißt nicht zertreten, heißt nicht abholzen, heißt nicht verbrennen, heißt nicht zerstören, sondern untertan heißt einfach zu gebrauchen für das Leben, um das Leben zu fördern, zu erweitern und zu erhalten in der Vielfalt. Was sind das für andere Gesichtspunkte als die, die heute die Menschen in den Mittelpunkt rücken? Und wenn wir auch damit in diesem Satz über die Tiere gestellt werden, heißt das längst nicht, dass wir das Recht haben, die Tiere zu töten und umzubringen, wie wir es wollen, sondern eben gerade nicht, sondern dass wir, weil wir die Verantwortung bekommen haben, auch die Sorge nach ihnen zu tragen haben. Und dann kommt dieser Satz, der unglaublich noch einmal das alles unterstreicht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Sehr gut ist diese Schöpfung. Und wenn auch viele Menschen immer wieder versuchen, diese Schöpfung als negativ hinzustellen, als einen Bereich, der nicht ganz gelungen ist, der verbessert werden müsste. Und da sind wir gerade, denke ich, auch bei vielen Menschen, die die Macht an sich gerissen haben, die meinen, sie müssten jetzt das Sagen haben, dass sie nachbessern wollen. Sie schauen nicht, was da eingerichtet ist, sondern sie schauen, wie sie es gern hätten. Und das geht meistens nach den Strömen des Geldes. Sie wollen verdienen, sie wollen Reichtum und sie wollen uneingeschränkte Macht über diese Welt, über die Tiere, über die Menschen, über alles. Und da passiert es gerade, dass Dinge übersehen werden, die dadurch dann viel, viel Leid, viel Elend und viele Qualen hervorrufen. Es wird übersehen, dass Gott es sehr gut geschaffen hat, dass er uns ein Immunsystem geschenkt hat, das sich wehren kann gegen Krankheiten und gegen alle Angriffe der Natur. Ein Immunsystem, das so stark ist, dass Selbstheilungskräfte kennt und das uns Menschen immer wieder auch aufstellt und uns nicht untergehen lässt. Ja, natürlich brauchen wir dazu gute Gedanken, brauchen wir eine freie Seele, weil das Immunsystem mit unserer Seele zusammenhängt. Können wir also nur gesund bleiben, wenn wir fröhlich sind, wie der Sonntag es sagt, jubilieren können, wenn wir frei atmen können, wenn wir uns frei bewegen können, dann können wir auch gesund bleiben. Dann wird unser Immunsystem funktionieren. Das ist das eine, was diese Menschen, die sich die Macht anreißen, bewusst zerstören wollen, ins Abseits stellen wollen, damit wir ja nicht vielleicht auch unser Geld für andere Dinge gebrauchen könnten, nämlich für sinnvolle Zwecke,
die hier auf dieser Welt genügend vorhanden sind. Und dann haben diese Menschen, die die Macht an sich gerissen haben, vergessen und übersehen oder vielleicht auch sogar es gewollt und mit Macht so getan, dass es da Kreisläufe gibt in der Natur, in der gesamten Schöpfung, die ineinander greifen, die aufeinander angewiesen sind und die miteinander dieses Leben, diese Vielfalt überhaupt erst ermöglichen. Gott hat nicht stümperhaft diese Erde erschaffen, sondern er hat sie so erschaffen, dass sie funktionieren kann, dass sie sich tatsächlich über Jahrhunderte, Jahrtausende erhält und dass wir Menschen und Tiere und dass die Pflanzen, dass wir alle Freude haben und glücklich sein können und uns über diesen Schöpfer freuen können. Die Kreisläufe sind übersehen worden, unser Immunsystem ist übersehen worden und es ist übersehen worden, dass Gott, der Schöpfer aller Dinge, auch über Anfang und Ende jedes Lebens bestimmt. Auch dies möchte man noch in seine Hand legen, in die eigene Hand des Menschen. Auch über das möchte man letztlich noch bestimmen und sehen, ob es nicht gelingen könnte, ewiges Leben auf diesem Planeten zu schaffen, und zwar jenseits von diesen alten Zusammenspielen, die so wunderbar funktionierten, sondern einfach so, wie man sich das selbst ausgedacht hat und wie man meinte, es könnte funktionieren. Wir haben längst gemerkt und gespürt, dass wir mit dieser Art Machtergreifung im Verlieren sind, auf dem Weg der Zerstörung, des Untergangs. Wir haben längst gemerkt, dass uns alle Fälle davonschwimmen, dass wir es nicht mehr in den Griff kriegen. Wir haben es längst gemerkt, dass wir es letztlich gar nicht können, aber hören nicht auf, immer mehr unseren Größenwahn in die Öffentlichkeit zu tragen und ihn noch mit einer Scheinwissenschaft zu fundamentieren. Und das alles, dieser Text und diese Gedanken zum Muttertag, wo Gott doch so wunderbar gezeigt hat, wie er Leben schaffen kann, wie neues Leben entsteht und wie dieses Zusammenspiel auf dieser Erde funktionieren kann, wenn man, und jetzt kommen wir zum Schluss dieses Textes, wenn man sich darauf bezieht, dass nicht uns die Schöpfung gehört, dass wir sie nicht geschaffen haben und dass sie auch nicht per Zufall irgendwie in diesen Weltraum gekommen ist, sondern dass Gott sie gewollt und geschaffen hat. Und dass es deshalb wichtig ist, dass es einen siebten Tag gibt, selbst für den Schöpfer, der an dem siebten Tag Ruhe hält. Und so ist es mehr als wichtig, dass auch wir Menschen begreifen, wir brauchen einen Tag der Ruhe, nicht um noch einkaufen gehen zu können, nicht um noch in unserem Garten oder unserer eigenen Geschäftigkeit nachzugehen, sondern wir brauchen einen Tag der Ruhe, des Anhaltens, um Besinnung zu pflegen. Besinnung und Erinnerung an den, der das alles geschaffen hat. Denn wenn wir diesen Kontakt verlieren, dann meinen wir, die Verantwortung liegt auf unseren Schultern. Und sie liegt nicht auf unseren Schultern, sondern sie liegt auf den Schultern, wenn man es so im Bild sagen kann, von Gott, dem Schöpfer selbst. Wir sind Verwalter. Wir haben die Aufgabe, mitzuwirken. Aber wir brauchen es nicht allein zu handeln, wir brauchen es nicht allein zu schaffen, sondern wir spüren immer mehr, wenn wir mit unseren eigenen Ideen losgelöst von Gott unterwegs sind, dass wir diese Schöpfung in den sicheren Untergang jagen. Und da sind wir bei uns heute angekommen, nämlich bei den Menschen, die den siebten Tag abgeschafft haben, die ihn am liebsten noch nutzen, um verkaufsoffene Sonntage durchzuführen und noch mehr an Luxusgütern einzukaufen oder die den siebten Tag nutzen, um nur den eigenen Hobbys und Gepflogenheiten nachzugehen, aber nicht mehr an den zu denken, der dies alles geschaffen hat. Es ist ein wundervoller Text, über den man noch lange, lange weiter philosophieren und reden könnte, der so viele Botschaften bereithält, auch vom Licht und von der Dunkelheit, die uns umgeben
Und wir sehen also, auch wenn wir sagen, es ist Licht, es gehört beides zusammen. Es ist die Dunkelheit und das Licht, was uns umgeben. Und so gehören leider auch die zwei Mächte zusammen, nämlich das Gute und das Böse. Und es gilt immer wieder, sich zum Guten zu wenden, sich vom Guten leiten zu lassen und sich vom Guten bestimmen zu lassen. Und hier haben, denke ich, auch die Mütter mit ihrer Liebe zu den Kindern allen etwas voraus, dass sie zeigen, wie sie auch gerade zu dem eigenen Leben stehen und wie sie sich bemühen, dass dieses Leben überhaupt lebensfähig wird. Wir brauchen uns nur vor Augen zu halten, wie lange ein Mensch braucht, um selbstständig zu werden. Nicht nur Tage, Wochen, sondern Jahre hat man längst erkannt. Aber das alles ist in der Natur angelegt, wunderbar geregelt von Gott selbst, und der Mensch möchte es zerstören, nicht weil er den Menschen Gutes möchte, sondern weil er die Menschen beherrschen möchte. Und so sind wir wieder bei dem Wort beherrschen in diesem Text, dass es deutlich wird, wie wir eigentlich, wenn wir uns die Macht anmaßen, nicht nur Gott in die Quere kommen, sondern sein Werk stückweise untergehen lassen. Und so möchte dieser Tag und dieser Predigtext ein Aufruf dazu sein, dass wir wieder jubilieren können, dass wir uns freuen können. Und deshalb ruft es uns Gott zu, dass er diese Welt geschaffen hat, dass er alles gut geschaffen hat. Er möchte es uns in Erinnerung bringen und sagen, setzt euch dafür ein, es lohnt sich und es kostet keine große Mühe. Ich selbst, sagt Gott, ich werde es regeln, wenn ihr euch an mich wendet. Mehr braucht es nicht. Was für ein Text, was für eine Schöpfung. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir längst schon oder die meisten mitbekommen, dass wir von den Geschichtsbüchern und auch von den Büchern der Biologie und anderen sogenannten Wissenschaften hier und dort mächtig belogen worden sind. Es ist an der Zeit, aufzuwachen. Gerade heute, es ist, wie viele sagen, nicht mehr 5 vor 12, sondern es ist bereits 5 nach 12. Es braucht unseren Gesang, es braucht unsere Freude, es braucht unsere positive Einstellung zu dieser Schöpfung und die Erkenntnis, dass kein Geringerer als Gott sie geschaffen hat, damit wir mit ihm gemeinsam diese Welt verändern können. Gott wartet auf uns. Und dass dieses Leid und die furchtbaren Kriege immer noch nicht aufgehört haben, dass es noch so viel Zwistigkeiten gibt, hängt vielleicht daran, dass wir immer noch zögern und sagen, wir können es selbst. Wann ist es endlich soweit, dass die Mehrheit der Menschen versteht, wir können es nicht selbst, wir brauchen es nicht selbst zu richten, sondern wir können Gott die Herrschaft überlassen. Käme jemals ein Kind auf die Idee zu sagen, ich will es selbst richten? Ist es nicht immer wieder so, dass Kinder die vielen Jahre der Entwicklung sich gerne und schützend in die Arme der Mutter fallen lassen oder aber auch des Vaters, weil sie wissen, ich kann es nicht? Und immer wieder, wenn sie versagt haben, freuen sie sich, wenn die Mutter die Arme ausbreitet oder aber auch der Vater. Und genau das tut Gott. Und deshalb brauchen wir in dieser schweren Zeit, wo die Herrschaft weniger alles versucht zu vernichten, nicht verzweifeln, sondern wir können uns ganz sicher sein. Gott hat die Arme ausgebreitet. Er wartet nur auf uns, dass wir umkehren, dass wir uns besinnen und dass wir erkennen, wer der Schöpfer ist, dass er es gut gemeint hat und geschaffen hat. Und wenn er merkt, dass wir seine Hilfe annehmen, dass wir zu ihm rufen, dann wird er gewaltig und groß eingreifen. Er wird sich dieser Welt zeigen und präsentieren und er wird uns in eine neue, in eine bessere Zeit führen, hier auf dieser Welt, die wir Menschen niemals selbst errichten können. Mit keinem Great Reset, mit keinem Transhumanismus, sondern nur mit dem Vertrauen.
gegenüber Gott. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam still werden und beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen Sonntag, für die vielen Stunden der Freude, für alles, was du uns geschenkt hast. Wir bitten dich, lass es uns nicht vergessen, sondern aus dieser Freude ein Loblied anstimmen. Lass uns erkennen, dass du der Schöpfer bist und es anderen weitersagen. Du hast uns aber auch an diesem Tag und den Tagen zuvor viel Schweres auferlegt. Viele Menschen sind am Verzweifeln, ob in den Kriegsgebieten, in den Diktaturen, dort, wo Menschen gejagt, gefoltert, getötet und verunglimpft werden. Herr, wir bitten dich, sei du bei allen, hilf ihnen in ihrer schweren Notlage. Gehe du an ihrer Seite die Wege auch durch den Tod. Hilf denen, die zurückbleiben, dass sie den Mut nicht verlieren, sondern dass sie auffahren wie Adler. Herr, wir bitten dich für die vor uns liegende Woche, gib uns Kraft und Zuversicht. Lass uns das Wunder der Schöpfung neu begreifen, erkennen und erleben. Mach uns stark, dass unsere Freude so groß wird, dass wir uns für diese Schöpfung, für deine Schöpfung wieder einsetzen können. Dass wir nicht danach fragen, was wir wollen, sondern was dein Wille ist. Herr, nun segne diesen Abend und diese Nacht. Sei du bei uns, wenn wir ruhen. Sei du mit uns, wenn wir morgen aufstehen und an das Tag weggehen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Ich wünsche eine gesegnete Nacht, eine gute Woche und vor allem, dass sie Gott behüten und segnen mag und dass sie es spüren, dass diese Schöpfung kein Zufall ist. Und dass sie sich dann vertrauensvoll an Gott wenden und seine Liebe, seine Stärke, seine Gerechtigkeit erfahren. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und das Wichtigste, bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederloge.